Hallo und herzlich willkommen zurück zur besten Chaoskolonie der Welt. Ja, in Founders Fortune. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, so. Ihr kleinen, wuseligen Kolonisten. Mensch. In der letzten Folge ist ja doch Gott sei Dank zwischendurch ein bisschen was passiert. Wir haben endlich unsere Bäckerei erforscht. Juhu! Wir haben. Yep. Caroline dazu genötigt, ganz viel Baumwolle zu sammeln und fleißig zu schneidern. Wir haben uns viele Schriftrollen erkauft und ertauscht und nochmal ein paar Münzen obendrauf gekriegt. Yay, supi. Genau. Ja, haben ein bisschen ausgebaut im Haus. Ne? Also es kam jetzt nochmal ein Regal für die Kräuter dazu, ein Schränkchen, ein Sofa und ein Sessel. Und der Lou war zwischendurch ein bisschen schlecht gelaunt, aber jetzt geht's wieder einigermaßen. Die sind natürlich nach wie vor alle, ich habe das Gefühl manchmal, das sinkt nicht, ne? Das ist echt irgendwie, hatte jetzt zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass alle neidisch auf Madeleine sind. Aber gut, die hat halt auch ein Schlafzimmer mitten im Wohnzimmer. ja, und hat halt alles, was sie gerne hätte, ne? Natürlich schon cool, wenn man so alles hat. Bau den doch mal auf und dann sei doch mal bitte so lieb und analyse die Schriftrollen. Das dauert sowieso schon immer viel zu lange. Kann man das eventuell, ich weiß gar nicht genau, nee, kann man nicht einstellen. Ich hätte es gerne mal so ein bisschen unterteilt. Nicht nur in Forschen, sondern halt auch in Schriftrollen und in ja, Kristalle erforschen. Wäre halt cool gewesen. Weil es dauert halt echt lang. Ne? Es dauert super lange. Und danach kommt Schmieden, danach kommen die beiden und dann fehlt es nicht mehr an so viel. Es dauert halt einfach super lang. Aber gut, was soll's. Was muttert. Oh, wir haben es verpasst. Hallo, ich bin jetzt der Bärtiger. Ich habe jetzt einen schönen grauen Haarschopf. Ja. Opa Bärtiger. Schön. Wie lange bleibst du uns denn noch erhalten? 62 Tage, na Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt. 24 Tage. Ich muss mal ein bisschen gucken. 16 Tage. 40. Oh, Alex. Fast 100 noch. Der Lou bleibt auch noch ganz lange. 60. 120 Tage. Wow. Helena. Oh, Arme. Du wirst noch ganz schön schuften. Mhm. Ich bin unter den Kommentatoren von Founders Fortune als Schlechter und Sklaventreiber bekannt. Mhm. Ich lasse euch arbeiten, bis ihr umfallt. Obwohl eigentlich die letzten Folgen war ich doch relativ zahm und genügsam. Ne, so viel haben wir schon lange nicht mehr gebaut. Aber besteht halt im Moment auch nicht wirklich unbedingt Bedarf, ne, da irgendwo groß was zu bauen. Der Nächste, der ein eigenes Haus haben möchte, ist der Thomas. Braucht es jetzt halt noch nicht so. Oh nein. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, ne? Jetzt ist die Stimmung halt echt, so ein bisschen im Keller. Das machen wir mal so. Dass sie, nachdem sie ausgeruht hat, das da macht. Und dann wäre, glaube ich, mal eine Umarmung ganz nett. Kannst mal deine Mami umarmen. Gibt auch immer einen Boost, ne? Und vielleicht, das ist halt, ne, wenn die Wünsche eben halt nicht so erfüllt werden können, weil es halt einfach, ja, noch dauert. Dann, ne, ich meine, nicht ganz so. So. Apfelbäume sind. Jetzt hat natürlich der Bärtiger den Carlo nicht mehr, ne? Nee. Das hat er nicht mehr gemacht. Aber ist nicht schlimm. Vielleicht geht's auch irgendwie so. Das Problem ist, man weiß halt nicht genau, wer halt geschlachtet wird, ne? Das ist so ein bisschen. Aber okay, Wolfgang lebt noch 26 Tage. Ich denke, Helena wird die erste sein, weil die sowieso in 17 Tagen stirbt. Bärtiger soll das nicht machen. Ich glaube, der kriegt dann ganz schön. Der ist dann ganz schön traurig, wenn wir das mit ihm machen.
Das ist immer so ein bisschen die Frage, ne? Was möchte man machen mit den ganzen Punkten? Unermüdlich ist halt irgendwie immer cool, weil sie viel weniger Schlaf brauchen. Optimismus gibt immer 7 Punkte plus. Immer. Ist auch nicht schlecht. Aber unermüdlich ist halt schon geil. Was haben wir denn noch? Der Thomas. Der hat gar keine Persönlichkeit. Thomas, so. Oh je. Komm, du kriegst auch einen unermüdlich. Wo wir wieder beim Sklaventreiben werden. Upsi. Ja, und nach wie vor, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ach, warum haben wir eigentlich noch keine Meisterwerksinspiration gehabt? Das ist so uncool. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Ja, ich weiß, dass du niedergeschlagen bist, aber was soll ich dann machen? Das Problem ist, wenn ich dir jetzt einen Boost gebe, dann hast du danach noch mehr Minuspunkte. Das bringt mich halt nicht weiter. Redest du nur mit ihm? Ja. Nicht, dass du hier wieder schlechte Stimmung verbreitest. Was machst du jetzt? Essen gehen. Na gut, das sei dir erlaubt. Bratkartoffeln, gebratene Tomaten. Mehr ist nicht. Okay. Na gut. Milch haben wir genug. Sieht ganz gut aus, ne? Letzter Tag Frühling. Ja, um die Erdbeeren wollen sie sich irgendwie nicht so kümmern, aber gut. Ja, liegt wahrscheinlich daran, weil wir einfach 140 haben. Weizen. Weizen muss laufen. Ab im Sommer. Und Weizen brauchen wir richtig, richtig eine Menge. So, 99,1%. Ich glaube, wir kriegen endlich unseren ersten Apfelbaum. Jetzt bin ich gespannt, das gucken wir. 36 Bier, ihr seid schon echt. Was machen wir? Wenn ich jetzt Nein drücke, dann kommen die Piraten. 2, 4, 6, 7. Ich habe ein bisschen Angst. Ihr habt 4 Tage Zeit. Na gut. Halsabschneider. Wir haben nur noch 2 Kürbisse. Ja gut, ich meine, wir haben ja ein bisschen Weizen. Passt schon. Jetzt gleich. Da steht, dass der Baum Pflege braucht. Warum? Was? Ach, jetzt nicht. Typische Wachstumszeit, 12,8 bis 16,5 Tage. Naja, bei uns halt ungefähr 5-mal so viel, weil es einfach irgendwie nicht gelaufen ist, aber. Ich dachte, der wächst. Warum wächst der? 99,2. Ja, immer schimpfen, seht ihr? Manchmal muss man einfach schimpfen. Warum hat Thomas schlechte Laune? Thomas, du darfst keine schlechte Laune haben. Geht ja mal gar nicht. Ihr beide hasst euch wie die Pest. Dann genießt jetzt mal das Feuer. Danach, wer ist denn da? Oh, das haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt, ne? Ich habe vergessen, Shift zu drücken. Das war tatsächlich mal der falsche. Feuer genießen. Wurde umarmt. Was? Achso, okay. Gut, ich dachte gerade schon. Helena hat jetzt Level 6 Bergarbeiter. Sehr gut. Supi. Freut mich. Sehr schön, Tierliebhaber. Genau. Da. Ja, jetzt ist doch schon wieder ein bisschen besser ausgeruht, umarmt. Feuer genießen. Das ist doch schon mal was. Genau, ganz tapfer und mutig stellt er sich seinem. Oh, toll. Okay. 6 gegen minus 17. Eieiei. Eine angenehme Konversation wäre gut, ne? Caroline, du müsstest deinen Mann mal ein bisschen aufheitern. Redet doch mal miteinander. Ich will nicht küssen. Sorry. Küssen ist nicht, weil sonst gibt es wieder Kinder. Ich habe keinen Bock auf Kinder. Mir so anstrengend. Da ba 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 da bop. Piep, 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 piep. Na, keine Ahnung, ich habe gerade irgendwie. Ja, genau, ich habe gerade, weiß nicht so recht.
Okay, es gibt nämlich keine Punkte. Okay, gut, 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 gut. So, was machst du denn jetzt? Aufbauen? Nee, brauchst du nicht. Alles gut, hier, sammel mal Baumwolle ein. Du musst fleißigst arbeiten. Meine kleinen Bienchen. Genau. So, Stoff 250, ja, das passt. Mhm. Jetzt kannst du doch wieder ein bisschen, ne, mit deiner Frau dich unterhalten und ein bisschen umarmt worden. Passt doch. Lagerfeuer genossen. Manchmal fehlen mir tatsächlich so ein bisschen die Aktionen auch miteinander, ne? So zusammen auf dem Sofa sitzen oder sowas wäre schon cool. Aber gut. Es ist halt kein Sims. Es ist halt Founders Fortune. Und da geht es halt mehr um das Aufbau des Dorfes, die Erforschung. Ui, wir haben unseren ersten Apfelbaum. Ja, hallo, Dri. Ja, schön. Endlich. Ich dachte schon, es wird nie passieren. Saftige, große, rote, leckere Äpfel. Schreibt in die Kommentare, wer sich jetzt alles einen Apfel holen wird. Oder zumindest Lust auf einen Apfel verspürt. Es geht tatsächlich jetzt scheinbar so ein bisschen voran, ne? Bin ich ja froh drum. Voll schön. Jetzt haben wir ein paar Äpfel. Jetzt können wir auch einen Erdbeerkuchen backen. Toll. Oder einen Obstsalat machen. Können wir einen Obstsalat machen? Obstsalat, Äpfel und Erdbeeren und... Das sieht gut aus. Den Käse machen wir tatsächlich mal weg. Sondern wir machen Fleisch und Kartoffeln. Gut, geht jetzt halt noch nicht. Aber wenn es dann soweit ist. Ja, genau. Steine. Befestigungen. Da können wir dann gleich nochmal ein bisschen weitermachen, ne? Warte mal so. Oh, schade. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir das richtig ziehen können, ne? So. Und dann brauchen wir natürlich eine Tür. So, ich weiß gar nicht, ob das so... Aber es wird schon gut gehen, so, ne? Sieht wunderbar aus. Ja. Ja. Es geht schon. Ne? Ich glaube, tatsächlich ist es halt auch so ein bisschen schwierig, weil ich so großflächig gebaut habe. Aber es ist halt, ich weiß nicht, irgendwie schöner. Ich glaube, im Hardcore würde ich es tatsächlich ein bisschen anders machen. Aber gut, da wäre es halt auch einfach eine Welt mit viel mehr Goblin-Dörfer. Wir haben jetzt bloß 3 genommen. Normalerweise sind es, glaube ich, 5. Entschuldigung. Ich glaube, normalerweise sind es 5, ja. Ui, Level 22 Bauer. Das war scheiße. Echt Wahnsinn. Na, immerhin ist schon ein bisschen was erforscht. Ich weiß gar nicht. Thomas, genau, Schriftrollen analysieren. Wie viel haben wir denn schon? Eine. Höchstens 2. Wow. Kann sich nur noch um Jahrhunderte handeln. Ja, müssen wir mal gucken. Also kann sein, dass wir Madeleine wirklich so ein bisschen auf die Schiene mit dem Gelehrten mitnehmen müssen. Immer noch ist Thomas da. Aber naja, gut, eigentlich 40 Tage wird ja jetzt... Mal gucken, wie lange das jetzt alles noch dauert. Mal schauen. Bin schon gespannt. Ich meine, wie gesagt, das dauert im Moment ja alles doch sehr lange. Es ist doch alles Kaugummi, ne? Vielleicht müssen wir wirklich einfach so ein bisschen auch schauen, dass wir noch einen zweiten Schriftrollenregal dazustellen und einfach mit Lane wirklich den Thomas unterstützen. Total super Idee. Die zwei, die sich überhaupt nicht ausstehen können, gegenseitig unterstützen lassen. Einfach, weil ich es kann und sie ärgere. Könnte man nämlich vielleicht wirklich überlegen, dass man hier einfach nochmal so ein Regal hinbaut.
Warte mal, das können wir mal dahin machen. Hier sind noch gar keine Fenster drin, ne? Ich meine, scheiß was auf, nicht dekorieren oder so. Ein bisschen schön müssen wir es schon machen, ne? So. Dekorationes. Hier machen wir doch die dahin. Hier machen wir die nochmal hin. No. So, ich weiß gar nicht, ob man die da draußen hinhängen kann. Wäre natürlich schon cool, ne? Ob das irgendwie geht? Ich weiß es gar nicht. Wird schon. Irgendjemand wird sich schon beschweren, wenn es nicht funktioniert. Ja, das Erste, was wir machen, ist, dass wir die Madeleine dann in 4 Tagen hier hochziehen lassen. Dadurch müsste dann eigentlich diese Eifersucht auch endlich aufhören. Hoffe ich. Ich hoffe. Wir werden sehen, ob das passt. Mal gucken. Dum, dum, dum. Ja. Okay. Ja gut, auf der anderen Seite, ich meine, sie ist ja jetzt eigentlich schon... Weiß ich noch nicht. Muss ich mir überlegen. Ich habe gerade überlegt, ob ich sie jetzt schon rüberhole, aber dann müsste ich das Bett halt auch noch umstellen und sowas. Yep. Und dann habe ich überlegt, kann die Treppen hoch? Aber eigentlich müsste das schon funktionieren, dass sie die Treppen hochkommt. Warum auch nicht? Ist ja kein Baby mehr. Es ist halt bloß ein Kind. Weil mich nervt das mit diesem ständigen Gejammer von wegen Debuff und so. Also hier mit dem... Ich bin so neidisch. Ich bin so neidisch. Yep. Und ich meine, sie sind ja wirklich alle irgendwie neidisch auf den Raum von Helena. Wenn... Ach so, nee, auf Helena. Mhm. Oh. Aber was hat sie denn, was die anderen nicht haben? Ist das, liegt das, vielleicht liegt das jetzt dann tatsächlich an der Schönheit, ne? Ja, Schönheit des Schlafzimmers und das Haus ist 75. Schon nicht wenig, ne? Was hat hier Gedönsdings-Profi? 72. Mhm. Was hat Caroline? 12 und 91, okay. Aber die ist auch neidisch auf den Raum von Helena. Ach, naja gut, Helena wohnt natürlich auch in dem Hauptraum. Ich denke, wenn man ihr hier oben ihr Zimmerchen macht, dann sieht es dann auch schon wieder anders aus, ne? Das wäre natürlich jetzt mal eine Überlegung, dass man einfach sagt, okay, gut, wir bauen halt einfach eine zweite Etage und machen da das Schlafzimmer hin. Dann könnte es sein, dass sich das dann erledigt hat. Wir haben schon lange nicht mehr gebaut. Warum also nicht? Warum also nicht? Manchmal ist es schwer zu erkennen. So. Wände. Ja, warum nicht? Nehmen wir einfach das. Caroline hat sich den Arm verletzt. Das ist nicht so schön. Dann werden wir auch die Steine wieder ein bisschen los. Und innen drinne kommt ja wieder... Ich kümmere mich gleich um Caroline. Machen wir erstmal eins fertig. So. Dann haben wir hier ein Schlafzimmer und dann nochmal so ein Durchgangszimmer. Hier warten. Yep. Alex, entschuldigen. Und dann den Armschienen. So. Hoffentlich klappt das. Drückt die Daumen. Ui, sehr schön. Gut, und Alex ist Level 9 Arzt. Sehr schön. Aber ich glaube, den letzten Punkt hatten wir schon, ne? Ja. Genau, wir haben bloß noch keine... Haben wir inzwischen eine Meisterkleidung? Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht. Ja, ey, cool. Haben wir tatsächlich auch. Wo der Alex gerade da ist, kann er jetzt hier eigentlich... Tust du sie jetzt anziehen? Ausrüsten?
Danke. Okay, du siehst unglaublich gruselig aus. Kriegst du da überhaupt Luft? Du siehst aus, als wenn du... Arbeiten, Schriftrollen, Regal, das machen wir gleich. Genau, warte mal, dann das kannst du danach immer noch machen. Liebe Helena. So. Niedergeschlagen. Wer? Kartoffelpuffer ist niedergeschlagen. Albtraum. Schrecklichen Witz gehört. Quatsch. Da. Okay. Umarmen. Küssen. Umarmen. Riskanter Witz hören. Mal gucken. Ich muss bloß aufpassen. Nicht, dass die jetzt hier... Genau. Halt. Du solltest ihn doch eigentlich umarmen. Hä? Was denn? Wieso? Was zum... Warte auf jemanden. Riskanter Witz. Nochmal. Okay. Wieso kann sie... Ach, da geht es. Okay, es geht jetzt nur irgendwie mit Bärtiger nicht. Naja, okay. Geht es dir jetzt ein bisschen besser? Oh, naja, noch nicht so viel, ne? Wo ist denn dein Häuschen? Du bist eh müde, das heißt, es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Genieß doch mal das Feuer. Und danach kannst du schlafen gehen. Gibt vielleicht nochmal einen kleinen Boost. Mal gucken. Schön wär's ja. Ja, niedergeschlagen immer noch. Kann ich verstehen. Kann ich total nachvollziehen. Mahlzeit aus der Küche essen. Allergisch ist ja eigentlich keiner mehr. So. Ja. Ja. Neidisch auf den Raum von... Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl, die Stimmung geht halt total runter jetzt gerade, ne? Aber gut. Was soll ich machen? Das Problem ist, ich kann das Bett jetzt auch nicht hier rüberstellen. Aber wenn ich das zu Bärtiger stelle, dann hat der sein Dingsbums weg, weil der will ja ein eigenes Haus haben. It's not so easy. Gut. Naja, wir gucken einfach mal weiter, wie sich das alles so entwickelt. Aber das schauen wir in der nächsten Folge. Ihr Lieben, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr möchtet, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Noch kein Abonnent, dann auch gern das werden. Würde mich sehr freuen. Und ja, bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.